So, hallo Leute und willkommen zurück in alter Frische. Wir sind noch alle auf dem Server, weil ich halt das direkt hier nachher aufnehme, nach der ersten Folge, weil ja, ich will einfach hier ein bisschen spielen jetzt gerade. genau. Ich hoffe jetzt, dass wir eine Höhle finden. Ich bin halt, habe mich halt keinen Zentimeter bewegt. naja. Auf jeden Fall, ich will eigentlich auch alles halt, wie gesagt, uncut lassen. Das ist auch empfohlen vom Projekt. Sie dürfen es schneiden, wenn sie wollen. Wenn zum Beispiel irgendwie die Mutter reinkommt oder irgendwie ein kleiner Bruder oder so, kleine Schwester, dann können die das natürlich rausschneiden. Das ist dann legalisiert, sag ich mal. Aber ich habe schon geschrieben, dass es hauptsächlich uncut sein soll, damit man auch sieht, was die Leute so ein bisschen machen. Klar, gibt es dann halt etwas langweilige Folgen, Alter, wenn man dann halt nur so ein bisschen dingseln muss, halt. Bisschen farmen muss, aber naja, so ist das Leben. Was ist das hier eigentlich für ein Stein? Ah, das ist Kies, lol, nicht los. Ja, warte mal, es ruft mir gerade jemand an. Was soll das denn? Ach nee, Leute. Okay, warte, ich schneide das kurz raus, weil ich jetzt hier gerade kurz etwas gucken muss. Okay, so, das habe ich jetzt geklärt. Ich bewege mich aber gerade noch nicht, weil erstmal kurz eine Beere reingesippt. aber um das soll es gar nicht gehen. Ich muss kurz runterschlucken. Tut mir leid. ich habe jetzt hier so ein Monster Energy. Choice, Allah. Boah, das sieht so geil aus, weil ich habe es aus dem Kühlschrank genommen. Jetzt hat das so Wasserdings und es läuft so langsam runter. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Hört man das? Ich glaube, oder? Jetzt mache ich das mal auf. Oh, geil. Ich habe schon so lange kein Energy mehr gehabt. Aber es ist halt gerade Freitagabend. Nach dem Feierabend, let's go. Erstmal saufen. So, ich habe mit euch angestoßen. Boah, ich hoffe nicht, dass ich das auskippe wie in der einen Aufnahme. Ich weiß gar nicht, ob wir das drin haben. Ich habe einfach, glaube ich, in der Aufnahme von Daydreamer. Ah, nee, das war die kaputte. Och Gott, da habe ich auch mein Energy einfach mal auf die Tastatur gelegt. Also ist ausgekippt halt. Gott, ich höre Lava. Das Problem ist, wenn das leckt und es dann ein, wenn ich, also, ja, wisst ihr, was ich meine? Genau das meine ich. Alles klar, Digga. Wir sind. Scheiße, mein Spitz. Das ist jetzt ein Scherz, oder? Wir sind hier auf Ebene. Okay, das ist jetzt dumm, wenn ich meine Koordinaten. Wir sind auf Ebene 7? Was? Okay, das so tief runter wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, das Problem ist jetzt. Also, ich finde es gut, dass wir so tief sind. Das ist ja nicht schlecht. Was mir aber Sorgen macht, ist das Essen. Das ist das Erste. Das Zweite. Ey, ich wollte mich verarschen. Jetzt ist die auch noch kaputt. Was ist meine Werkbank? Ach, hier. Ich dachte schon. Ja, wir graben, Alter, wir graben uns hier jetzt noch ein bisschen hoch. Wir graben uns jetzt erstmal dann noch ein bisschen weiter nach vorne. Hallo? Ja, wie gesagt, es ist noch ein bisschen langsam, weil wir halt immer noch alle am Aufnehmen sind. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das die anderen aufnehmen oder wie viel, beziehungsweise wie hardcore das die jetzt auf diesem Server spielen. Naja, ich werde auf jeden Fall jeden Tag, wie gesagt, circa 20 Minuten bringen. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Oh, Redstone-Erz. Ja, kann ich jetzt halt noch nicht brauchen. Also die Erze sind auf jeden Fall schwer zu übersehen. Also eben nicht. Halt ich jetzt gerade. Ich weiß es nicht mehr, ob ich's. Ich weiß nicht mehr, ob's ich gerade, wie sagt man dem? Ironisch gemeint habe, genau. Ja, okay, wir sind jetzt Ebene 13, jetzt wieder zwei runter. So, jetzt sind wir Ebene 11. Genau, Ebene 11 ist so meine Favorite-Ebene, weil Ebene 10 ist so die Lava-Ebene. Ja, ihr seht es hier auf der Ebene 10. Hier buddel ich gerne nach Diamanten, weil es ist halt gerade noch so über Lava. Ihr könnt hier noch gerade so Zeugs bauen. Sowieso, das ist ja, glaube ich, jedem so ein bisschen in seiner eigenen, ja, Welt. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir Dias finden, sondern mehr, dass wir Eisen finden und vielleicht eine Höhle. Das Problem ist, wie ich schon gesagt habe, Höhlen sind mit diesen Mods so gefährlich. Gerade weil es da vor allem ein Mob gibt, das hier ziemlich Angst macht. Also es gibt einen Mob in verschiedenen Arten halt. Ich will es halt noch nicht spoilern, Alter. Ich will, dass wir es erst das erste Mal. Ja, wieso war denn hier gerade eine Biene? Habt ihr das gesehen? Es stand unten einfach gerade. Oh, Eisen, geil. Stand unten einfach gerade, dass eine Biene gesummt hat. Alles klar, ja. Ja, wie gesagt, es laggt noch ein bisschen. Ich weiß, es ist ein bisschen AIDS, aber in Zukunft wird das bestimmt nicht mehr so sein, weil ich werde jetzt halt wirklich nur noch diese Folge aufnehmen auf diesem Server jetzt. Und die dritte dann erst wieder nächste Woche. Beziehungsweise, ja, kommt halt morgen. Lol. Okay. Genau, das Eisen ist abgebaut. Das heißt, wir gehen noch ein Stückchen weiter.
Das Ding ist, ich will jetzt kurz noch meine Steinspitzhacke aufbrauchen, weil das brauchen wir dann eh nie mehr, diese Spitzhacke. Ja, genau, mehr gibt es hier eigentlich nicht zu sagen. Ja, wie gesagt, es ist halt zum Teil ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt hier einfach so ewig farme. Aber es muss halt auch sein, versteht ihr, was ich meine? Und ich hoffe, dass wir einerseits eine Höhle finden, wo keine Monster sind. Keine derben Monster. Der Server ist übrigens auf der 1.15. Also es gibt ja, glaube ich, das Net-Update kam erst mit der erst 1.16, oder? Ich weiß es gar nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das jetzt dann hier aufgehört. Ah, das ist eine Siedlung. Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich so richtig labern soll gerade. Sagt ihr es mir? Ne, schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Tipps und Tricks habt oder irgendwie sagt... Stimmt, wir können es so machen. Ihr könnt so ein bisschen sagen, was ich machen soll. Wenn ihr jetzt sagt, yo, greif einfach eine Nation an, just for fun alleine, dann mache ich das. Einfach just for fun. Dann haben wir auch so ein bisschen eine Interaktion. Ja, das Ding ist, ich will jetzt nicht unbedingt andere wirklich abfacken. Aber eigentlich schon. Nein, Spaß. Wir schmelzen jetzt hier mal kurz das Eisen. Ah, nee, umgekehrt. Genau, Holzkohle. Ja, wie gesagt, also auf jeden Fall. Achso, ich dachte gerade, jemand schreibt mir, aber es war nur meine Apple Watch, die gesagt hat. Jetzt schreibt aber jemand, alles klar, Digga. Hat mir den geschrieben. So, Mann. Och, Leute, ich muss wieder einfach kurz ans Handy, aber egal, ich meine. Ja. Ja, was, also, ja. Ja, wie gesagt, also ich schaue unbedingt bei den anderen vorbei, weil ich finde, sie haben es auch verdient. Wirklich. Ja, hab gerade noch mal ein bisschen Energy getrunken. so, wir haben schon 3 Eisenbarren. Die anderen hatten das zwar schon in der ersten Folge, aber das ignorieren wir einfach mal gekonnt. Ja, und es kann doch nicht wahr sein, dass wir einfach keine Höhle finden. Ich höre die ganze Zeit überall Lava, aber nirgendwo ist irgendwie eine Höhle. Und wieso leckt das denn immer noch so derb? Ja, toll. Kommt, hier sind wir da, Junge. Ach komm. Okay, dann bauen wir hier nochmal kurz den Crafting auf. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt wirklich mehr auf Fight ausgelegt sind oder mehr halt einfach wirklich Spaß. Es ist ja auch so eine Art Roleplay, von daher könnten wir uns auch jetzt einmal einen Charakter formen, sage ich mal. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das Ding ist, ich versuche jetzt möglichst schnell so ein bisschen an Equip zu kommen, dass ich mich halt wirklich so ein bisschen einschleimen kann. Es ist so ehrenlos, Alter, wenn die anderen das jetzt sehen, die werden mich nie aufnehmen. Aber egal, übrigens sind heute auch, also beziehungsweise, ja halt auch Samstag, sind nicht alle gestartet. Nee, so nicht, Minium, so nicht. Und zwar sind noch, also... 3 YouTuber, die auch die zusammen, ich glaube, die sind eben wirklich alle zusammen in der, warte mal, in der Cracks Expand Nation. Die sind heute noch nicht da, weil. Ah, alles klar, habt ihr das gehört? Was? Nein! Achso, das Lapslass, ich dachte schon, Alter, ich dachte, oh mein Gott. Ey, wenn ihr mir das jetzt direkt in der zweiten Folge schon gefunden hätten, ich sag's euch, ich wäre ausgerastet. Hä? Achso, jetzt. Okay, wir machen hier, glaube ich, zwar noch kurz das Essen rein hier. Ach, das ist das verrottete Fleisch. Ich wollte es braten, ich bin auch ein Idiot. Naja, was soll's. Auf jeden Fall nehmen wir die Crafting hier auch noch mit. Alter, ich dachte gerade, dass wir schon etwas vom besten Mod hier auf diesem Server gefunden hätten. Irgendwie cool gewesen, aber irgendwie auch schon schade, so früh irgendwie herausgefunden. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall die 3, die starten, glaube ich, erst morgen. Die werden morgen das erste Mal spielen. Also, beziehungsweise mit morgen meine ich letzten Samstag. Ich habe auch gerade Wasser gehört, oder? Ja, irgendwo hier ist auf jeden Fall... Es gibt übrigens richtig viele Erze auch. Es gibt zum Beispiel auch noch Saphir. Sagen wir das so? Sapphire auf jeden Fall auf Englisch, das weiß ich. Weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Scheiße, Mann. Okay, warte mal, Wasser ist in dieser Richtung, oder? Ja, wir buddeln hier einfach mal. Ich meine, da wo Wasser ist, da ist ja meistens dann auch eine Höhle. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Höhle will. Ach, Silver. Oh.
Was braucht man dafür? Ah, doch, okay, doch, das können wir auch so abbauen. Ja, das ist halt ein bisschen dumm, weil das ist halt von einem Mod. Ach so, ja, wow, ihr seht ja oben den Mod. Ja, okay, das ist eh raus. Eisenfire ist der Mod. Mit den Drachen. Ich hoffe halt nicht, dass wir direkt ein Nest finden, weil das wäre... Also, das wäre halt cool, ne? Klar, aber, irgendwie auch ein bisschen unpraktisch, wenn wir so einen freaking Drachen direkt finden. Das ist auch noch Redstone, aber das juckt mich gerade nicht. Nehmen hier auch nochmal ein bisschen Kohle mit. Also, es fuckt schon ein bisschen ab, dass es leckt, muss ich schon sagen. Aber ich glaube, es liegt an meiner Verbindung, weil, guck mal, ich bin der Einzige, der einen Balken hat. Weil ich halt kein Internetkabel habe. Ich habe nur kabellos. Weil ich halt auch gar keinen Anschluss habe. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber irgendwie habe ich auch gerade keinen Bock, hier Kohle abzubauen. Ich gehe mal noch hier so ein bisschen hoch. Was ist der Erde? Ist das gut oder schlecht? Sind wir an der Oberfläche? Nobody knows. Ich vergesse auch immer wieder so ein bisschen zu labern, weil ich schneide das ja normalerweise in meine Videos. Ey, es muss doch hier eigentlich direkt über mir sein. Oder nicht? Entweder über mir oder... Ist da oben was? Ja, da oben ist was, oder? Ja, wir haben unten, glaube ich, ja nichts mehr, oder? Nur noch ein bisschen Kohle. Oh, ne. Nein. Mach jetzt nicht diesen... Hä? Oh Gott, Alter, ich hatte gerade so Angst, dass es mich durch die Map geglitscht hat. Okay, das Ding ist... Ich weiß halt actually nicht, was es alles für Mobs gibt hier bei dem Eisenfire Mod. Zu viele auf jeden Fall. Ah, da sind Zombie, moin, servus, moin. Das Problem ist, die lecken halt auch rum. Das ist dann so kritisch, die zu besiegen. Oh! Nein. Ich will wieder weg hier. Oh mein Gott. Gar kein Bock hier zu sein. Alter, ich dachte gerade, es sieht sehr suspicious aus. Ich glaube, die können aber nicht hier hoch, oder? Nee, nee, die schaffen das nicht. Die sind safe zu lost. Ich bin gespannt, wann das die Essen disconnecten. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt ewig lange aufnehmen. Irgendwie so 10 Folgen. Ich kann mir das nämlich schon noch so vorsehen. Gerade so bei Marcel, Neil und Manu. Weil die sind ja gerade 3 Leute. Also da würde ich jetzt auch gerade ein paar Folgen aufnehmen. Gerade, es heißt ja nicht, dass sie Daily bringen müssen, aber ich habe schon gesagt, ja, so mehrmals in der Woche ist halt schon eigentlich so die... Es gibt keine Vorschriften bei dem Projekt, aber es wäre schon so empfehlenswert, ja. Und ich sollte mir vielleicht, weil die so rumlegen, überlege ich gerade, wir könnten uns hier hinten kurz so ein bisschen einnisten und hier dann halt vielleicht mal kurz noch das ganze andere Eisen... Ah, okay, das Spiel wurde auch gespeichert, da bin ich beruhigt. Ich weiß auch gar nicht, was uns das Silver Ore genau bringt. Naja, wir werden es auf jeden Fall irgendwann herausfinden. Ein Schild wäre vielleicht auch gar nicht mal so ein Quatsch. Genau. Und dann, was können wir jetzt echt machen? Ach, keine Hose, scheiße. Ja, wir warten noch kurz, bis wir genug haben für einen... Scheiße, die haben jetzt halt wirklich auch schon... Mann, das Problem ist aber, jetzt muss ich das Schild in die Offhand. Egal, ich kann ja immer so kurz zu... Geht das nicht? Ah, mit G. Ach so, okay. Ja, okay, ja, jetzt check ich's. Hä, nee, mit F? Ja, mit F. Wieso ging das vorhin mit G? Oh, warte mal, geht... Nee, hä? F. Ja, F. Okay, es ist F. Komplett lost. Ja, Zombies. Zombies. Alter, wie lange das gerade ging, bis die den ersten Hit bekommen haben? Das ist so krank. Crazy. Was wir machen könnten, ist ein Eimer. Dann hätten wir Wasser. Weil Wassereimer ist nie so eine schlechte Entscheidung. To be honest. ich rede aus Erfahrung, Leute. Ich rede aus Erfahrung. Wir sollten auch mal anfangen, jetzt dann hier kurz mal unser Inventar schon so ein bisschen zu sortieren. Ich weiß nicht, kennt ihr mein Inventar? Ich habe es eigentlich immer gleich aufgebaut. Hier hinten ist immer Essen. Ich habe jetzt nur verrottetes Fleisch, dann der Wassereimer, dann hier ein paar Blöcke und hier dann ein paar Items. Hier haben wir entweder die Fackeln oder das Schild. Und ja, genau. Ich weiß gar nicht, reicht es ihm schon für eine Brustplatte? Scheiße, wir brauchen 8. Kessel brauche ich jetzt nicht. Ach man, oh man. Ich versuche jetzt mal noch die hier so ein bisschen zu töten. Ist hier eigentlich schon die neue, wie sagen wir denn, Schadenmechanik?
oder PvP-Mechanik. Bist du. Oh, oh. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Junge, zwei Herzen. Ich will nicht schon wieder sterben. Bitte einfach nicht. Bitte einfach nicht. Ich habe jetzt auch Magenbrennen. Das ist überhaupt nicht geil. Scheiße, aber ich musste essen. Scheiße, ey. Das Ding ist. Och man, ich will hier nicht schon das zweimal verrecken. Das wäre ja so peinlich. Hä? Macht man einen Brustpanzer? Hä, bin ich dumm? Warte mal, was? Macht man einen Brust... Hä? Macht man eine Brustplatte? Hä, eine Brustplatte macht man doch safe so. Da bin ich komplett hängen geblieben. Warte mal, ich rejoin mal ganz kurz. Hey, ist das deren Ernst? Wie craftet man einen Brustpanzer? Hä? Das war schon richtig, oder? Geht auch so ewig, bis ich auf dem Server bin. Ah, jetzt ist wieder, bin ich wieder da. Da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Corona. Ja, das Ding ist, es zeigt mir hier halt auch eine Brustplatte an. Das ist auch so ein bisschen suspicious. Hey, kann ich vielleicht noch gar keine Rüstung machen? Muss man dafür vielleicht erst irgendwie eine Dings haben? So eine Dings, eine... Helm geht auch nicht. Das geht auch nicht. Hey, ich glaube, man muss erst irgendeine... Erfolg haben. Beziehungsweise erstmal das Crafting-Rezept finden, oder? Muss ich dafür vielleicht ein Schwert craften? Ich weiß nicht, ob das jetzt komplette Verschwendung ist. Okay, das ist ein Schwert. Ich würde aber gerne Rüstung haben. Wieso kann ich denn keine Rüstung craften? Was ist das denn? Ding ist, auch wenn ich warte, es passiert halt nichts, ne? Also es ist, glaube ich, schon so vom Spiel. Stimmt, warte, ich kann ja hier auch einfach Eisenharnisch. Ach so, Iron Plating. Wie bekommt man eine Plating? Hammer. Alles klar, wie macht man einen Hammer? Alles klar, Digga. Bruder. Ich habe halt noch nie diesen Mod gespielt. Alter, oh mein Gott, ist das verrückt. Nein, jetzt habe ich Eisen zu wenig. Ey, ey, was ist das denn? Das Spiel ist ja so komplex. Das erwartet man gar nicht von Minecraft. No front. Aber ist doch so. Wer erwartet das denn von Minecraft? Dass das einfach mal... Ja, das geht. Boom. Mach dich fein. Das haben die anderen wahrscheinlich irgendwie schon vor 10 Folgen geschafft. Obwohl wir erst alle in der zweiten sind, aber egal. Die Hühnchen und die Blümchen. Okay, also die sind schon mal aber eher in der Oberwelt. Das ist vielleicht der Vorteil für mich. Das Ding ist, diese Hammer ist ja auch nicht ewig haltbar, ne? Okay, dann haben wir jetzt hier noch Eisenbeinschutz. Ist das nicht so eine Tanga, Alter? Oh, damn. Wie finden die eigentlich meinen Skin? Ich finde ihn sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ich weiß gar nicht, müssen wir Silber auch schmelzen? Ja, tatsächlich. Okay, das machen wir noch kurz. Ich mache hier auch noch kurz diese Platte hier zu... Also nehmen dieses Eisen zu Iron Platte. Also ich muss sagen, ich finde es cool, ne, dass das so ein bisschen so ist. Aber es ist halt auch stressig, weil man muss so viel überlegen. Oh ne. Wisst ihr, was das war? Also ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war ein Drache. Wieso habe ich das Schild nicht? Oh mein Gott. Alter. Das Ding ist, hier war irgendwo... ein Skeletto. Oh, das ist nur Löwenzahn. Ich dachte schon, was ist das für ein Monster? Nein, nicht eine Hexe. Nicht eine Hexe. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Oh mein Gott. Pff.
Hauptsache auch erstmal wieder ein Creeper gehört. Scheiße, Mann. Was ist das denn? Wieso summt hier unten auch eine Biene rum? Versteh's nicht. Was können wir denn mit dem Silver machen hier? Silver. Oh mein Gott, brauchen wir das? Für den Dragon Scale. Genau, ich würde halt auch gerne Dragon Egg. Place in an open flame if a fire dragon underwater. If ice dragon. Or in rain if lightning dragon. Oh, alles klar, Digga. Ja, auf jeden Fall, das wäre halt auch das Ziel, dass wir dann möglichst früh schon, sag ich mal, Eisen finden, ja. Um hier, wie gesagt, diese Rüstung dann auch zu bekommen, weil die ist halt echt stabil. Also die sollten wir wirklich versuchen. Das sollte eines unserer ersten Ziele sein. Also jetzt halt honestly. Und ich glaube, ich weiß, es ist jetzt vielleicht bescheuert, aber ich baue mich jetzt nach oben, weil... Das machen wir noch kurz in dieser Folge. Scheiß drauf, wenn die ein bisschen länger ist. Weil wir brauchen Essen. Sonst wird das nichts. Und sowieso brauchen wir auch noch ein bisschen mehr Holz. Und wir haben jetzt schon ein bisschen Equipment. Und dann suchen wir uns einfach eine passende Höhle und verbessern uns. Ist das Gold? Alles klar. Erstmal Gold gefunden. Hä, nice. Das ist ja übel nice. Keine Ahnung. Doch, mit Gold können wir Golden Apples machen. Das wird auch wichtig sein, nehme ich an. Okay, ich weiß halt nicht, wie weit das die anderen gerade im Moment sind. Ich werde auf jeden Fall ein paar Videos von denen gucken, weil da kann ich so ein bisschen deren Progress beobachten, sozusagen. Das Ding ist, ich glaube, jetzt am Anfang sind sowieso alle noch friedlich, weil alle müssen sich erstmal mit den Mods vertraut machen. Alle müssen erstmal irgendwie klarkommen auf ihr Leben. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, jetzt ist noch nicht so der Zeitpunkt zum Fighten, aber... Ich glaube, das wird auch genug früh noch kommen. Und meine Stimme ist gerade komplett am Abkacken. Ich brauche einen Schluck Energy. Warte mal. Haben wir irgendwas gehört? Ich hoffe, man hat es gehört. ja, toll. Das machen wir jetzt. Ja, natürlich ganz einfach. Wir graben uns einfach hier hoch. Ganz chillig. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch schon ein bisschen Gold. Keine Ahnung wieso, aber das Ding ist, Drachen können wir auch oberirdisch finden. Ich weiß halt auch nicht, ob wir erkennen, wenn wir jetzt so ein Objekt oder ein Monster angucken, sehen wir die HP und so weiter, das ist ja alles schön und gut, aber sehen wir auch die Stufen, weil Drachen können bis zu 5 Stufen erlangen und wir brauchen Stufe 4 oder 5 für ein, damit wir den halt auch gebrauchen können, dumpf gesagt. Okay, wir laufen jetzt hier noch ein bisschen hoch. Oh mein Gott. Nein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich bin schon wieder gestorben. Ich bin schon wieder gestorben. Es ist einfach nur peinlich. Leute, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.